Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X4. Unsere Flotte ist hier bereit. Ich muss gerade mal gucken, ich habe ein bisschen Pause gemacht zwischendurch. Wie viel hast denn du noch übrig und dir? Zack, zack, zack. Angedockte Schiffe, Inventar 6. Du hast ein bisschen was dabei, okay. Du hast das durchgefragt, du hast das hier. Warte mal. Die Sekundusflotte hat Gruppe Alpha nicht mehr viel im Petto. Ihr habt das Problem, aber wir sind am Nachproduzieren. Aber den Sektor so können wir natürlich auf Dauer nicht halten. Ich muss gerade mal nachschauen. Wie weit warst denn du? Zack, Kombotronik-Substrat. Das ist das, wo am meisten fehlt. Da haben wir wenig Kombotronik-Substrat. Okay. Wir können. Ich bin gespannt, ob der hier durchkommt oder nicht. Wahrscheinlich ja, weil ich noch die Seitensachen habe. Ja, der kommt durch. Das heißt, der Rest wird abgefangen. Hier auch. Gras gibt es zum Glück noch nicht, nein. Die durften aber auch bald wieder kommen, und zwar von beiden Seiten, nachdem die Asgard da drin zerstört worden ist, weil sonst hätte ich wesentlich weniger Probleme eigentlich. Ihr haltet durch, ihr ebenso, ihr ebenso. Wie schaut's mit dir aus? Logistikübersicht. Du bringst sie zumal 38.000, du bringst an 68.000. Das funktioniert alles wunderbar. So. Das heißt, was ich machen möchte, ist eine Konstruktion nur für Kombotronik-Substrat, würde ich mal behaupten. Lass uns doch, doch hier mal nochmal nachgucken. Ja, von allem haben wir viel. Kombotronik oder Silikonkapit kann natürlich beides sein. Warte mal. Es könnte beides sein. Wirklich die Übersicht. Nein, es ist und bleibt Kombotronik-Substrat. Wegen Silizium immer. Bei Kombotronik-Substrat hier. Wie schaut es denn da aus? Wirklich die Übersicht. Kombotronik-Substrat, yep, auch hier. Das ist quasi der Mittelpunkt zwischen allem. Halt, wollte ich gerade sagen, nein. Kein Reisemodus aktivieren, sowas von überhaupt nicht. Da bin ich gerade, du bist im Brados Grundlang, genau, logische Übersicht. Sekundkapitel, das ist alles ähnliche Natur. Du bekommst dein Zeug die ganze Zeit. Yep, du bist auch hier soweit voll. Passt. Okay. Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Boah, Übersicht. Ja, aber da kommt immer ein bisschen was dann hier nicht. Okay, wir machen die Kompostronik-Substratfabrik. Habe mich gerade dazu entschieden. Wir haben die Kohle dazu. Und setzen die auch hier mit rein. Das wird schon in Ordnung gehen. Ich möchte bitte einen Sektor haben. Zack. Ich möchte bitte einen neuen Bauplatz. Der soll... Den können wir hier machen eigentlich mal zu Gaudi. Yep. Neuen Bauplatz erstellen. Der ist bitte 3 auf 3 Kilometer. Das ist nicht unbedingt groß, aber was soll's. Einmal dorthin. Wir haben Baugenehmigung. Weiter. Dann bist du Adeptus Materialus 1. Ja, ist sowas von blöd, aber so ist. Dann sagen wir. Wir benötigen auf jeden Fall. Wo haben wir denn unsere Kernkompetenz? Einen Hexadoc zur Gaudi, einfach nur weil es mal cool ausschaut, gebe ich auch mal zu. Wobei, es bringt nichts. Vierer-Doc. Einen Vierer-Doc. Ja. Dann tun wir noch sagen, wir hätten gerne. Bauen wir Verteidigungsringe? Eigentlich nein. Bei dem brauchen wir das auf definitiv nicht. Ich hätte gerne dann einmal.
dich hier. Wobei du bist sogar noch länger. Dann machen wir dich hin. Einmal so. Wunderbar, passt. Dann sagen wir schon mal hier bitte einen Dock hinbauen. Halt, ich würde sagen, dichter hier. 90 Grad drehen. Mhm. Einmal dort rüber. Und einmal Vorsicht anbinden. Das geht nicht, weil es nicht weit genug. Okay, okay. Und dann übernehmen. Das heißt, wir müssen die Richtung und die Richtung noch größer werden. Oben und unten. Eigentlich eher weniger. Yep. Stellen wir uns quasi da oben hin. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Alles klar. Bauschiff auswählen. Das können wir auch noch machen. Ich glaube, wir hatten... Wir müssten doch, glaube ich, da hinten einen haben. Yep. Auswählen. Wunderbar. Passt. Menü einmal schließen. Nein, möchte ich nicht. Änderung übernehmen, das passt. Menü schließen, jetzt da. Dann sagen wir... wo sind wir denn? Adeptus Materialus ist hier. Mhm. Baugenehmigung erwerben, dankeschön. Probieren wir das Ganze nochmal aus. Ob das auch wirklich funktioniert, wie ich es mir gerade vorstelle. Beziehungsweise wir können noch sagen. Ja, brauchen wir schon was zum Andocken. Ist in Ordnung. So. Weil er könnte dann damit schon mal weitermachen. Oh, ich habe noch ganz andere Ideen. Jetzt kommt dann der Wahnsinn nach und nach. Atmosphäre, dich hier. Wir könnten auch das reinmachen. Eigentlich ja. Da spricht soweit nichts dagegen. Damit die auch schön produzieren. Dann machen wir. Dann machen wir. Entferne mir das. Genau, das passt. Wohnquartiere sind wichtig und richtig. Wenn wir die nämlich haben, kann man nämlich danach sagen. An die dran können wir doch bestimmt die hier bauen. Yep. Die Frage ist nur, geht es auch mit dem da hier? Oder wäre es noch zu nah dranen? Eventuell ja. Wupp und wupp. Na komm. Mhm, das überlappt sich leider noch. Okay. Du hier. Geh mal kurz weg. Wunderbar. Dann sagen wir zwischendrin mal, wir hätten gerne... Wir hätten gerne Motoren, Grünteile, medizinische Versorgung, Pasta. Das wäre recht schön. Wenn wir die Pasta einmal hier überall haben. Theoretisch zumindest. Mit medizinischer Versorgung noch nebenbei. Das wäre natürlich auch noch so eine kleine schöne Sache, die wir hinbauen könnten. Einmal so und einmal. Jetzt nicht unbedingt so, ich sehe es immer ein bisschen komisch. Ein bisschen arg komisch sogar. So, jetzt da, wunderbar. Und dann nochmal gucken, Kollege. Ein Andockbereich dorthin machen. Es müsste funktionieren. Bitte sagt, es reicht jetzt aus. Ich möchte eigentlich nur was Kompaktes machen. Halt. So rüber hin. Okay, haut hin. Das ist schon mal sehr gut. Dann hauen wir als nächstes. Was bist denn? T4 Randox. So was Kleines da oben hin. Das brauchen wir natürlich nicht. Einzellok brauchen wir auch nichts, können wir nämlich hier rundherum das Ganze hinbauen. Davor sagen wir aber noch, wir hätten gerne Container, large, normale Container. Die kommen quasi nach dahin, zack und zack. Dann sagen wir, was ist man da zu Hause? Feststoff.
Und Feststoff. Flüssig und flüssig. Hast du das richtig gebaut? Hat er, okay. Und dann sagen wir hier bitte, wir brauchen Computronik-Substrat, haben wir gesagt. Ja, davon brauchen wir eine ganze Menge. Wenn wir schon mal so... Wo machen wir das am besten? Da geht's nicht. Also wir bauen es nach unten hinweg. Das ist natürlich nur eine Sache. Wie schaut denn das aus, wenn wir das nach unten bauen? Etwas, wo ich eigentlich nicht ganz so arg mag, aber okay. Das macht er natürlich netter. Drehe das Ganze um 90 Grad nach unten. Jetzt mal alt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich überhaupt gar nicht. Okay, warte mal. Nochmal entfernen. Nochmal entfernen. Was ist, wenn wir hier unten nochmal eine Verteileinheit hinmachen? Aber ein Dichter hier. Eine Scheibe brauchen wir nicht. Bin ich jetzt dumm? Wohncharaktere? Wohlbefinden? Bearbeitung? Andere Module, genau hier, Kreuzung, die brauchen wir. Die haben wir gebraucht an der Stelle. Wunderbar. Es wird wieder ein bisschen dauern, bis das Ganze einsatzbereit ist, aber ich glaube daran, dass das viele unserer Probleme erledigen wird. Computronik-Substrat. Wunderbar. In alle vier Messrichtungen wird es dann aufgebaut. So und so. Und so, es passt. Das gleiche machen wir dann nämlich auch. Bitte kopiere Sequenz. Für einmal so rumdrehen. Und dann sagen wir bitte andocken. Geht nicht, warum? Sind wir nicht ganz mittig? Das ist im Bereich des Möglichen natürlich. Dass es da ein bisschen was abhanden gekommen ist. Wir sind da leicht drüber. Dann nicht. Ja, wir sind nicht ganz mittig an der Stelle. Wie wäre es damit? So rüber. Ansatzweise mittig. Ja, okay. Hier sind wir ein bisschen drüber. Hier sind wir ein bisschen drüber. Das passt. Da noch nicht. Das ist gut, wenn man sich ein bisschen am Rast ausrichten. Ganz knapp hier noch nicht ganz. Das heißt, du bist das Problem. Entfernen. Warum es nicht hundertprozentig mittig gerade funktioniert. Okay, so rüber. Ein bisschen draußen, ein bisschen drinnen. Ein bisschen drüber. Genau auf die Linie. Dann machen wir es noch 2-3 Meter nach da hinten. Ja, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Okay. Passt. Änderung übernehmen für den Moment. Wunderbar. Genau, deaktivieren. Nochmal neu hinbauen. Vielen lieben Dank. Können wir das jetzt nochmal hinbauen? Nein, nicht mehr. Okay, passt. Ist egal. Das, was wir haben möchten, kopiere Sequenz, werden wir auf jeden Fall so erreichen. Du hier. 90. Und ich überlege gerade, wenn wir dich am hingebaut haben, können wir dich nur so hinbauen. Ja, Moment. Idee. Können wir dich nicht, dich jetzt löschen noch einmal? Das war nicht das, was ich haben wollte. Definitiv nicht das, was ich haben wollte. Okay, Moment. Wir kommen gerne mal zurück. Wenn ich immer den falschen Knopf drücke. Wie schaut es hier momentan aus? Haben wir Probleme? Nein. Haben wir irgendwas verloren? Auch nicht. Gut, passt. Immer noch mal ein bisschen gegenchecken. Man weiß nie, was weiß ja nie. So, noch einmal. Dich hier, zack. Bauübersicht. Das hast du behalten, das hast du behalten, das hast du auch behalten. Ein bisschen da, ein bisschen da. Pi mal Daumen stimmt's ja. Okay, noch einmal. Wir sagen, diese Sequenz hier. Entferne Sequenz. Dankeschön. Computronik-Substrat. So, dorthin.
Dann bräuchten wir eigentlich ein Verbindungselement, das wir in zwei Richtungen bauen können. Ich glaube, du bist nur für eins da, ihr hier Kreuzung hinbauen. So. Wenn ich jetzt nämlich dann sage, Computronik-Substrat, wo bist denn du? Bauen wir du hier, zack, einmal noch in die Richtung. Einmal in die andere Richtung. Das passt. Und kopiere Modul in die Richtungen. So. Das sieht mir doch gar nicht mal so schlecht aus. Können wir das jetzt, kopiere Sequenz, noch einmal darüber machen, das Wunder. Das würde sogar fun. Jetzt wirst du mich aber echt verkackern, wirst du mich. Das ist natürlich ein bisschen ganz arg unschön. Noch einmal dich kurz Sequenz entfernen. Dankeschön. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Das soll ja alles miteinander verbunden werden. Ich soll jetzt unten rumlaufen. Das ist wichtig, sie sollen ja rumlaufen können. So, T-Stück dahin. Jetzt noch einmal probieren. Zack, zack. Kopiere Sequenz. Sortle. Du kommst dahin. Dann kommst du nochmal so rum. Wunderbar. Jetzt sagen, du kommst nicht so rum hin. Zack. Zack. Und jetzt docke mir hier bitte so rum an. Wir werden beschossen. Ja, ich bin. Mensch, das geht doch. Übernehmen, passt soweit, okay. Wer wird wo beschossen? Wo haben wir Probleme, Ich habe eine Abrechnung bekommen. Was haben wir sonst noch bekommen? Wir haben hier gerade nichts, was irgendwie schwierig ist. Wo war es denn mein Besitz? Angeboten, Mission, Mission, Information, Information. Logbuch. Keine Logbucheintragung. Spielinformation, Logbuch. Logistiker 4 wird angegriffen. Was? Okay, mein Besitz. Wo ist Logistiker 4? Okay, ich merke, du wirst massivst angeschossen. Kleine Idee. Wir sagen mal kurz, du hier, Tokio. Fliege mir dorthin. Zack, hierhin fliegen und warten. Zack, Kann ich anfunken. helfen? Mehr. Ende und Du bist bereits hoffentlich auf Entfliehen eingestellt. Bist du nicht. Okay. Was soll's? Wir sagen noch bitte alle, die jetzt hier sind. Schauen wir doch mal kurz. Informationen. Lalalala. Flotte Alpha. Zack. Wähle Gruppe aus. Operation. Oh, denn das Größte von euch. Ihr hier. Zack. Angreifen. Starten und los geht's. Es ist echt unschön, dass die Kleinen hier ohne Probleme durchkommen können. Irgendwelche Cars momentan da? Nein, nichts. Okay. Go, 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 go. Oh, alle starten. Die komplette Geschwader sollte rausgehen. Jetzt da. Hallo, meine Freunde. Komm, halt ihn noch ein bisschen durch. Halt noch ein bisschen durch. Die Flotte ist bereits da. Ich habe Logistiko 4 getötet. Das finde ich jetzt echt unschön, muss ich sagen. Massivst unschön sogar.
Sagen jetzt da. Schauen wir doch mal, ob ihr es auch schaffen könnt oder eher weniger. Alle mal angreifen. Oh, meine Güte. Die Schilde gehen nach unten. Mhm, sowas von nach unten. Und weg mit euch. So. Ihr seid auf Beschützen eingestellt. Das macht ja auch Sinn. Bist du denn bald mit dabei? Du bist auf dem besten Wege. Ja, du wirst natürlich gerade angegriffen. Und alle sagen, sie verteidigen. Ja, du kommst gleich. Okay, ein Logistiker verloren. Unschön, aber macht nichts an der Stelle. Kriegen wir trotzdem irgendwie hin. So, zu diesem Problem hier unten nochmal. Was äußerst unschön ist momentan. Zack, kopiere mir das hier einfach mal. Und du kopieren, zack, wunderbar. Dankeschön. Kopiere Modul einmal hier, wunderbar. Dann müssen wir es halt immer so machen. Was soll es? Passt. Änderung übernehmen. Wir haben was zum Andocken. Wir haben Dichter, wir haben Dichter. Wir haben medizinische Versorgung. Das passt ebenso. Arbeitskräfte sollten dann auch kommen. Und der Rest ergibt sich dann nach und nach, würde ich sagen. Medikamente und Proteinpaste. Beides wird dafür dann verwendet. Kombotronik-Sustare haben wir auch, Eis, Erz und Co. ebenso. Dann würde ich sagen, damit können wir doch mal starten für den Moment. Wie viel brauchst du denn? Geschätzter Wert, zack, bitteschön. Ihr könnt alles einkaufen, was ihr wollt. Es passt schon, die paar Energiezellen. Das ist nicht viel, muss ich sagen. Wenn wir schließen, dann wird es nämlich automatisch funktionieren. So, wie schaut's denn aus? Geh mal zurück. Und wo sind wir denn zu Hause? Hier. Hier hinfliegen und warten. Ja, das ist besser. Passt soweit. Beide sind da. Logistiker 3 wird gerade angegriffen. Okay. Wir werden beschossen. Fliehen. Ja, yep. Alles klar, alles klar. Krieg man hin. Dies kriegen wir alles so weit hin. Wenn der automatische Updates nicht wäre. Speicherung, Entschuldigung. So, Hallöchen aber auch. So, ich bete doch darum. Flotte Sekundus. Bitte nach dorthin fliegen. Das wäre wunderbar. Der erste Befehl weggemacht. Genau, tut doch mal die ganzen hier weglocken davon. Passt soweit. Damit sollten wir eigentlich wesentlich weniger Probleme haben wieder an der Stelle. Definitiv. Ja, fliehe mal noch ein bisschen. Hab ihr noch eine Kurator? Ihr habt wahrscheinlich keine Kurator, sonst irgendwas gerade hier. Bitte angreifen. So, passt. Was machen wir angreifen? Macht ihr das jetzt auch oder macht ihr das nicht? Das ist die große Frage. Können wir auch sagen, einfach. Ihr geht nur hinfliegen und warten, okay. Macht nichts. Angeschwadronen sind auf dem Weg. Das ist echt ein bisschen unschön momentan. Na komm, na komm. Das sind alles Gegner. Die könnt ihr alle angreifen. Jetzt geht's rund. Schauen wir nochmal, ob wir da noch ein paar. Weil ja auch Bergbauschiffe schon wieder unterwegs sind. Haben wir vielleicht das Glück nebenbei, dass wir ein paar Jäger gerade fertig haben. Ein bisschen, ja. Nur zwei, was? Aber die noch im Bau sind. Okay, verstehe. Die sind noch im Bau. Logistikübersicht. So viel bis dahin vollkaufen. Ja, yep, das können wir machen. Hier kriegst du ein paar Millionen.
Ist nicht viel, aber etwas. Stimulanzen. Kauf erstellen. Verkauf müsste eigentlich auch erstellt sein, würde ich mal behaupten. Verkaufsmenge als verkaufen bis auf die Hälfte von hier. Bis zur Hälfte verkaufen. Proteinpasche genau das gleiche. Bis zur Hälfte verkaufen. Das passt schon soweit. So kriegt ihr nämlich auch ein bisschen Kohle mit wieder rein. Verkaufsangebot erstellen. Bis hierum ungefähr. Das passt. 38.000 Einheiten. Medikamente. Bis dorthin. Terranische Notrationen. Auch bis ungefähr hierhin. Zack. Wo ist denn das Konstruktionsreis? Das passt, das passt. Protein passt auch bis zur Hälfte. Hier bis zur Hälfte, hier bis zur Hälfte. Da haben wir zwar noch zu wenig, aber falls wir hier was haben sollten, auch bis zur Hälfte machen. Passt. Okay, ist eingestellt. Damit haben wir dich immer auf dem Grünen. Wie schaut es denn hier mittlerweile aus? Da ist alles in Ordnung, der auch. Wie schaut es denn hier aus? Logistik 3. Ja. Yep. Wir haben ihn beschützt. Wunderbar. Dann kommst du bitte hier hin. Die paar, die noch übrig sind, sollten es überleben. Du ebenso. Ja, yep. Das schafft es auf jeden Fall. Okay. Das heißt, die Flotte bleibt dann mal hier hinten. Weil wir gerade nichts Besseres machen können. Ich glaube, hier sind keine stationiert momentan. Nein, keine Untergeordneten. Ist auch zu heftig noch dafür. Bauplan sieht wie folgt aus. Immer noch viel zu wenig. Genau eine von diesen Trassen müsste halt fertig werden, aber gut. Logistiker 4 war für Energiezellennot zuständig. Das können wir kleiner korrigieren, den kleinen Fehler. Wenn ich denn, ja, wenn ich die Kohle hätte, das ist natürlich das nächste Problem. Schauen wir doch mal, Logistikübersicht. Proteinpaste, zack, Verkauf. Bis ungefähr hierhin machen. Das passt dann soweit. Medikamente. Geht zu Arbeitsplätze. Zack, zack, zack. Das sagen wir auch. Verkaufsmenge machen bis dorthin. Das passt. Verkaufsmenge hierhin machen. Das passt ebenso. Wir haben halt hier echt nur Mitarbeiter momentan. Deswegen ist das Wohlbefinden relativ nutzlos für uns, muss man ehrlich sagen. Ich leider so an der Stelle. Was haben wir denn hier sonst noch alles? Schaut, Fabrik, die ist in Ordnung soweit. Du auch, du auch, du auch. Zack. Logistik Übersicht. Kompatronik-Substrat, Gedönsel hier. Ja. Ikonkapit, Verkaufsmenge machen. Bis dorthin passt. Kompatronik-Substrat, immer nur die Hälfte. Das ist in Ordnung soweit. Verkaufsmenge, die Hälfte. Gesamtes Habitat füllen, definitiv. Wenn schon, denn schon. Der ist in Ordnung. Wir haben noch ein paar Millionen übrig. Silizium ist auch auf dem Weg. Okay. Passt hier, passt dort und passt dort. Was ist mit dir? Ach, du warst der Invidium-Jäger. Okay. Du bist ja auch in Ordnung. Hey, Tokio. Ah, stimmt. Ja, du bist jetzt auf Position. Das passt. Gut, mehr haben wir gerade nicht da. Ressources wird gemacht. Genau. Na, komm her. Komm her. Alles verkaufen, außer das da hier. Jetzt, da sind wir zu Hause. Okay, hier ebenso. Alles verkaufen, außer das hier. Da haben wir nämlich wesentlich mehr Zeugs hier im Lager drinnen. Passt. So, wir haben dich, dich, dich hier. Du warst ja... Da sagen wir Medikamente. Lagertyp Container, Lagertyp Container. Okay, wir haben noch nichts da, deswegen geht hier auch noch nichts. Das ist alles vorhanden, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist alles vorhanden.
Müssen wir das erstmal aufgebaut haben, bevor hier irgendwas funktioniert. Okay. Dann machen wir nur eine Kleinigkeit. Und zwar sagen wir. Hier mit. Ich hab wieder erwischt, mich eigentlich verkackern. Hier. Greift mal bitte das hier an. Dankeschön. Sobald ihr es natürlich machen könnt. Okay, dann hätten wir gerne. Der Schwangesang, yippie. Und da müsste eigentlich unser kleines Schifflein drauf sein. Schreit durch die Nagel her damit. Können wir uns rein teleportieren? Können wir nicht. Ah, Mist. Okay, dann direkt so hingehen. Noch einmal. Komm schon, zack, zack. Jetzt halt teleportieren zu, her damit. Nach einer Kleinigkeit noch kurz gucken. Ich möchte zum Dockbereich, Dankeschön. Naja, alles gut, alles gut. So, hallo ich einen Kollegen. Das ist schon beeindruckend. Die verschiedenen Ansichten hier zu sehen, die Kanonen sind halt nicht klein. Das muss man sagen, die Kanonen sind echt nicht klein an der Stelle. Ein Dauerkriegszustand, den wir aber sowas von gewinnen werden, wenn es solange es nur die kleinen sind. Haben wir, ui. Der war nah, der Angriff. Okay. Schiff anfordern, streitsüchtiger Nagel. Ich brauche ihn jetzt. Ich habe mal lang nicht mehr gesehen, mein Freund. Yoshiko, vielen Dank fürs Hochholen. Wie konnten wir nochmal einsteigen? Ah, hier. Moreia. So. Kontrolle wird übernommen. Gefahr. Habe ich irgendwas hier drin überhaupt in diesem Gefährt? Muss ich gerade mal gucken. Warntransfer. Der Nagel besitzt weißer Liden. Bitte beide holen. Bestätigen. Nur zwei Stück habe ich davon. Das ist ein bisschen wenig, stelle ich fest. Erwarte Befehle. Ich meine, wir könnten da und da einen hinstellen. Quasi den mittleren Bereich und den hier bewachen. Das wäre nicht schlecht. Ja, okay. Abdocken. So, mal ein bisschen schnell unterwegs finden. Yep, wunderbar. So, sind wir richtig? Ich möchte genau hier einen Wegpunkt hinmachen. Darf ich das nicht? Einfach mal sagen, hier, zack. Jetzt sind wir zu Hause. So, letztes Team, wunderbar. Highway. Highway ist mir egal. Reisemodus wird aktiviert. Leerer Raum. Ich glaube, so schnell war ich schon lange nicht mehr unterwegs. Ich schaue mal die Geschwindigkeit an und so schnell. Allein die Beschleunigung ist ja schon epische Natur. Sodle. 3, 2. Okay, wir sind. Oh! Hallöchen aber auch. Hab ich es mir doch fast gedacht. Die haben wieder was aufgebaut. Aufstellen. Weiter Satellit. Dankeschön. Und dann gehen wir als System aktivieren. Zack. Leerer Raum. Nicht mit mir. Uiuiui. Hülle beschädigt. Nop, 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 nicht mit mir, nicht mit mir. Hülle kritisch. Werfe aus. Ah! Ernsthaft? Warum? Notfallauswurf erfolgreich. Okay, das kann ich nicht akzeptieren. Meine Dummheit darf. Das darf nicht funktionieren. 10 Uhr hatten wir, 9 Uhr. Ah, vor 10 Minuten. Okay. Ich verstehe. Ich wollte eigentlich nur mal eben kurz was hinbauen. Das ist schon alles. Dumm Saliden stellen, aber nein, darf ich nicht. Ah, Manometer. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben noch nicht die Flottenstärke wieder erreicht. Ich habe einfach, indem ich in einen anderen Sektor gesprungen bin und da auch noch Radare gemacht habe, zu viel verloren. Dass ich nicht ersetzen kann. Ich muss echt sagen, die Asgard war eine gute Hilfe. War eine richtig gute Hilfe. Wenn die.
Wenn sie das noch ein paar Mal machen könnten, würde ich jetzt nicht Nein dazu sagen, aber ja. Oh, ich hoffe, die Station wird aber gebaut. Oh, das wäre unschön, wenn es nicht so wäre. So, gucken wir nochmal. 10 Minuten. Heißt es, wir waren hier? Moment mal, muss ich mal zu Hause hier. Genau. Hier alle. Zack. Angreifen. Wunderbar. Du stellst dich da an, du stellst dich da an. Okay, das hat er mal beendet soweit. Wie hat er mal das hier noch gemacht? Bauplan. Das hat er mal auf für den Moment. Ja, das passt. Verwaltung und Zuweisung hat er mal auch soweit. Ich werde zwar ein bisschen mehr machen. Die Sachen kommen alle, genau. Der Rest ebenso. Ja, ist auf dem Weg. Passt soweit. So, 15 weitere Millionen. Unschöne Natur. Ganz, ganz unschöne Natur. Dann gucken wir noch nebenbei mal, wenn wir das nicht machen können. Es gibt immer Sachen zu tun. Was ist denn mit hier? Wir brauchen noch mehr Elektronikkomponenten. Okay. Elektronikkomponenten. Dann sagen wir zu dir mal. Handel. Elektronikkomponenten. Da ist nichts. Gelegentlich war da, glaube ich, mal was. Was soll es? Hier gibt es welche. Da 90. Zack. Handel mit der Station. Elektronikkomponenten. Her damit. So. Elektronikkomponenten, Elektronikkomponenten, Elektronikkomponenten. Ich habe echt nur diese drei Systeme, wo ich was abklappern kann. Das ist äußerst unzufrieden. Ich könnte auch ein bisschen mehr erforschen, aber. Ja. Ja, schon ist fast wieder 1000, oder? Versicherung? Ja, ich sehe gerade die, wo ich nichts mehr kaufen kann. Da haben wir noch was, so wie es ausschaut. 92, zack. Handel mit der Station. Her damit, bestätigen. Sonst haben wir da nichts mehr. Okay, und danach sagen wir wieder, Waren transferieren. Darüber, fertig, zack. Nehmen wir das zumindest erledigt. 500, ja, die Versicherung. Die schöne, schöne Versicherung. Wenn die mal was machen würde. Okay. Logistik Übersicht. Immer noch Siliziummangel, aber da sind wir ja dabei. Das ist das einzige Gute, da sind wir ja dabei. Da haben wir ja auch. Muss ich gerade mal gucken. Mein Besitz. Servitor 1. Servitor 2. Servitor 3. Nee, ist nicht Servitor und Schwachsinn. Silizium 1, Silizium 2. Silizium 2. Wo rennst du eigentlich immer hin? Mechanikerschmiede 1. Okay, das passt. Das ist in Ordnung. Bam, bam, bam. Information. Karlschmiede 1, das ist ebenso gut. Okay. Das können wir auch weiterhin so machen. Das wäre nämlich immer ein guter Schub, um weiterzukommen. Wie wäre es mit einem dritten Schiff noch für Silizium? Ja, yep, das wäre noch echt gut. Einen dritten, 14 Millionen, kriegen wir das noch hin irgendwie. Schiffskonstruktion, zack, Schiff kaufen. Gern XL-Schiff, ein L-Schiff. Einen Mineralienschürfer, volles Loadout. 19 Millionen, okay. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Logistikplan. Passt soweit. Auch ihr braucht Silizium für Kohle. Ist immer dieses Rumjonglieren zwischen allen. Schiff kaufen. Schürfe. Schwer. Ich muss es hinzufügen. Gleich mal zwei Stück machen. Ja, passt.
braucht 23. Ein Schiff braucht 23 Minuten, ernsthaft. Okay, dauert ein bisschen länger. Ein klitzekleines bisschen länger als gedacht. Wir haben euch hier, euch hier, euch hier. Energiehändler. Viel Spaß damit. Dann haben wir dich noch da. Und die, wo hier rauskommen, die werden eh. Komm mal darüber. Und greif die hier noch mit an. Ja, dann habt ihr es nämlich auch vorhin erledigt. Dann wird es nämlich wieder erledigt und ja. Das größte Problem unserer Zeit. Der Bereich da hinten. Probieren wir es nachher nochmal. Irgendwie muss ich es ja schaffen können, hier ein paar Saliden aufzustellen. Aber wir was machen beim nächsten Mal. Macht es gut und wie immer. Tschüss.